Worauf ich stolz bin an unserer Schule, sind einerseits die Freiräume, die wir den Kindern bieten. Vor allen Dingen auf die Vielfalt, die wir anbieten können, auf das große Angebot, das unser Ganztagsträger hier ermöglicht für Kinder im Nachmittag. Darauf, dass wir einfach eine gute Zusammenarbeit mit allen Personen an der Schule haben, die hier einfach arbeiten. Zwischen dem Vormittag- und dem Nachmittagbereich, besonders auf der Ebene der Koordinatoren und meiner Person, auch mit dem Sekretariat zusammen, läuft hervorragend. Wir haben altersgemischte Lerngruppen, das heißt also bei uns arbeiten Schüler von der 1. bis zur 4. Klasse gemischt in einem Raum zusammen. Also ich finde gut an der Schule, dass sie auch nach der Schule halt auch hier Betreuung haben. Wenn zum Beispiel unsere Eltern länger arbeiten, können die uns dann auch später abholen. Im Ganztag gibt es verschiedene Räume. Es gibt einmal quasi so einen Bewegungsraum, dann gibt es quasi die Mensa, das ist unser Essensraum. Im Ganztag haben wir jedes Jahr ein neues Programm. Wir lassen die Kinder auch das Ganztagsprogramm wählen, sozusagen, was sie gerne an neuen Sachen mit dabei haben wollen. Die Schüler haben eben auch ein Gremium, in dem sie Wünsche äußern können. Zum Beispiel, wenn sie ein neues Spielgerät auf dem Schulhof haben wollen, dann sagen sie das den Klassensprechern. Die Klassensprecher gehen dann zum Schülerparlament, da sind die Sozialpädagogen. Und die Schulleiterin ist da auch mal dabei. Und dann klären wir das, ob das vielleicht möglich wäre. Flexibilität, das ist auch so ein Schlagwort, was mir so bei der Schule als erstes einfällt. Die Schule hat sich mittlerweile zu einer rhythmisierten Ganztagsschule entwickelt. Das bedeutet, wir haben am Vormittag AGs, während andere Kinder Unterricht haben, findet parallel zum Beispiel Basketballtraining statt. Dann haben wir zum neuen Schuljahr halt das Programm Bewegtes Englisch eingeführt. Ich mache die Flamenco AG. Die AG, die ich mache, ist Fußball, weil es mir Spaß macht. Das Besondere an unserer Schule ist, dass wir schon immer alle Kinder willkommen geheißen haben. Ich möchte in Zukunft voranbringen, dass unser Unterricht noch besser auf jedes einzelne Kind ausgerichtet ist. Also Integration, auch ein ganz wichtiges Thema bei uns an der Schule. Mir gefällt, dass jeder in seinem Tempo arbeiten kann. Mir gefällt an dieser Schule, dass sich hier alle respektieren und so. Und ich denke, an der Stelle ist es uns auch gut gelungen, was vor 10 Jahren auf den Transparenten stand. Ganztagsschulen, verändertes Lernen oder neues Lernen an Grundschulen. Das ist schon gut, und daran weiterzuarbeiten, das ist wichtig.